müssen halt noch frühstücken. Herzlich willkommen, Freunde, zu Tag 2 hier im Bad Tabaz. Wir haben 7 Uhr gerade, wir sind von einem schon aufgestanden, frühstücken jetzt. Wir haben bei 8 Grad, schön entspannt Training. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Ja, wir sind gerade am Frühstücken. Da sind die Jungs und Mädels, weil es so kalt ist und hier drin ist warm. Ja, wir machen es fertig und dann geht's auf Strecke. Let's go. Hallo, ist kalt. So, Freunde, wir sind im Shuttle. Vorne. Ganz vorne, wir haben uns den Platz gesneakt und jetzt geht's hoch. Jo, let's go. Oh, Leute. Jo. Ah. So, Freunde, Training ist vorbei. Es lief eigentlich ganz gut, bis gerade auf den Sturz, aber da ist ein Steinfeld. Es haut den Vorderrad so schnell weg. Was? Ja, wir fahren jetzt erstmal wieder zum Campingplatz. Mal gucken dann nachher, wie es Seeding wird. Jo. So, Freunde, noch ein bisschen Stress hier vom Seeding. Das ist mal Steffens Laufrad. Meisterblatt. Ehrenmann. Wie meine Seeding ist. So, Freunde, was soll ich sagen? Richtig cooler Tag hier zu Ende. Wir sind eben Seeding gefahren, Platz 3. Also ich bin mir erst glücklich. Ist ziemlich gut gelaufen. Ich gebe morgen mein Bestes. Mal schauen. Vielleicht reicht's, vielleicht auch nicht. Ja, ich bin gespannt. Wir gehen jetzt schlafen. Morgen früh um 7 Uhr geht wieder der Wecker. Um 8 Uhr das Training. Wir fahren noch 2 Abfahren und dann geht's noch einen Lauf. Ja, was soll ich sagen? Tag war gut, wir haben gerade noch dick gekocht, wir haben dann World Cup geguckt mit 10 Mann, war richtig cool. Grüße gehen raus an alle. Ja, ich gehe spenden, wir sehen uns morgen beim Training, let's go. Guten Morgen, Freunde, heute ist Race Day, heute ist ein guter Tag. Wir sind gerade am Frühstück und machen uns jetzt gleich auf zum Training. Sind wir mal gespannt, was heute so geht. Volk. Ah! Upp. Ja, ich glaube ich auch.
Bro. Wow. Juhu. So, Freunde, Training ist vorbei. Das ist Lotta, das ist der nackte Steffen. Wir machen uns gerade alle hier fertig für den Race Run. Steffen ist da unten, die anderen schlafen. Und ich gehe jetzt gleich hoch. Training lief ganz schön gut. Ich glaube, wenn ich durchgetreten hätte, wäre die Zeit sogar schneller gewesen wie gestern. Deswegen, ich bin positiv gehypt. Wir gehen jetzt auf Strecke. Let's go. Julian Schneider! Jetzt beeil dich hier! Die Kamera hoch! Das muss jetzt hier aber knallen! Schütteln, Junge! Bravo! Die Regel muss an! Freunde der Sonne, ich glaube es immer noch nicht, aber es ist passiert. Rennlauf war gut. Bin noch am ersten gefahren. Glückwunsch noch an alle anderen, war mega cool. Ja, wie es gekommen ist, ich weiß es nicht. Wochenende war richtig gut. Ich denke mal, das Training in Frankreich, im Orsin und so, hat auch einiges dazu beigetragen. Dieses Jahr lief ganz schön gut. Die Kurve ging nach oben, von Rennen zu Rennen. Ja, vielleicht war es das letzte Mal um 6 Uhr aufstehen bei den Rennen. Nächstes Jahr vielleicht mit Lizenz, mal gucken. Kriegt ihr ja noch einen Sack kriegen. Ja, aber später wird trainiert. Vielleicht fährt man ja da ins Mittelfeld. Mal schauen. Wir sind gerade am Heimweg. Yeah. Hab noch Finn eingepackt, nimm ihn mit nach Hause. Die hat kein gutes Ergebnis. Finn ist die Kette gerissen oder abgefallen. Yeah, richtig geil. Lotte hat sich auf Schnauze gelegt. Gute Besserung. Und Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Oder overall. Aber ich lieb. No homo. Wir fahren jetzt noch weiter 3 Stunden. Morgen wieder arbeiten. Der Frankreich-Urlaub ist vorbei. Die Videos kommen in Zukunft. Seid gespannt. Morgen geht's arbeiten. Wir kommen heute Nacht nach Hause. Es war ein geiler Sommer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Wir sehen uns demnächst.